Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Jahr nach meiner Fraktion war auch eine Gruppe aus der CDU-Fraktion in Estland. Sie haben sich von der dortigen digitalen Gesellschaft faszinieren lassen. Ich habe versucht, mir das genaue Reiseprogramm von der Website Ihres Fraktionsvorsitzenden zu laden, und da kam dann folgende Meldung. Website offline. Armin Laschet ist Landesvorsitzender der CDU in Nordrhein-Westfalen, Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Aachen II. Seine Website wird derzeit überarbeitet. Kontakt Armin Laschet MDL, Platz des Landtags 1, Düsseldorf. So viel zur digitalen Verfasstheit der CDU. Sie wollen von Digitalisierung reden und der Chef ist offline. Und wir haben das nachgeschaut, schon über 2 Jahre. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese CDU will uns von digitalem Wandel erzählen. Sie wollen uns von digitaler Vorreiterschaft erzählen. Sie sind offline und Sie sind da mit Sicherheit nicht die richtigen Ansprechpartner. Estland ist in der Tat, davon haben wir uns überzeugen dürfen, ein faszinierendes Beispiel für die Gestaltung des digitalen Wandels, wenngleich man sich immer bewusst sein sollte, dass man ja nicht alles eins zu eins übertragen kann. Und ein paar Sachen sollten wir auch anders machen. Estland, wenn Sie sich das Beispiel, es ist gerade schon wieder genannt worden, das Beispiel Steuererklärung in Estland, ja, das geht nicht so schnell, weil man sie elektronisch einreicht, das ist in Deutschland ja auch Standard, sondern weil Estland ein Flat-Tax-System hat. Und ein einheitlicher Steuersatz für alle Bürger ist einfach ungerecht. Und darum ist es gut, dass wir uns an dieser Stelle da auch unterscheiden. Beispiel Internetgrundrecht. Estland hat das nur als abstrakt definiertes Ziel in seiner Verfassung. Finnland hat es zwar als Grundrecht, den Zugang zum Internet, aber bis zumindest letztes Jahr wurde das mit 1 Mbit übersetzt. Das ist uns zu wenig, und darum geben wir 500 Millionen Euro aus, damit Nordrhein-Westfalen alle Haushalte bis 2018 Zugang zum schnellen Internet haben. Und das dritte Beispiel, Sie fordern ja, da wird es wirklich spannend, Sie fordern in Ihrem Antrag eine Digitalisierungsstrategie. Wir haben auf unserer Reise den estnischen CIO getroffen. Und ich habe ihn genau danach gefragt, ob er nach den estnischen, ja, Herr Stein, ist egal, wenn Sie das nicht hören wollen, es ist halt so. Ich erzähle Ihnen hier, was wir da erlebt haben. Wir haben auf unserer Reise den estnischen CIO getroffen und ich habe ihn genau danach gefragt, ob er mit den estnischen Erfahrungen empfiehlt, eine solche Strategie zu schreiben. Er hat es verneint. Er hat empfohlen, dass man Digitalisierung in den unterschiedlichen Ressorts wachsen lässt und das dann zusammenführt. Und so machen wir das ja bei uns auch. Bei Gerald Dün die Förderung der digitalen Wirtschaft, bei Ralf Jäger Open NRW, bei Sylvia Lörmann die diversen Auszeichnungen für die Medienkompetenzprojekte aus Nordrhein-Westfalen. Diese Landesregierung muss sich da nicht verstecken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine Damen und Herren von der CDU, wir haben eben schon einiges gehört. Die Einzelpunkte Ihres Antrags bestehen auch im Wesentlichen aus Substanzlosem und aus Selbstverständlichkeiten. Dass Datenschutz und Datensicherheit beachtet werden sollten, Herr Stein, sagen Sie das mal Ihren Kollegen im Innenausschuss. Da hören wir regelmäßig anderes, da werden Sie nur verwunderte Blicke ernten. Und auch der Satz, man solle Digitalisierung nicht als Bedrohung, sondern als strategische Chance begreifen. Ich habe mich ja gefreut, sowas mal in einem CDU-Papier zu lesen. Aber das ist doch nur Gerede von Ihnen. Sie haben hier, Sie, Herr Stein, Sie haben hier vor Wochen noch eine vollständige Überwachung der Inhalte des Internets gefordert. Technisch völlig irre. Grundrechtlich völlig unvertretbar. Das haben Sie hier gefordert. Gestern noch hat der Kollege Sternberg sich hier hingestellt und die Schuld für das Erstarken des Rechtsextremismus allein beim Internet abgeladen. Die Digitalisierung ist Ihnen zutiefst suspekt, während wir sie schon lange gestalten. Und der Entwurf für ein E-Government-Gesetz. Der Kollege Vandenberg hat eben schon einige Stellungnahmen aus der Anhörung hier referiert. Er hat breite Zustimmung gefunden. Professor Rossnagel hat ihn als vorbildlich für alle anderen Länder bezeichnet. Das war übrigens ein Sachverständiger, den hat weder die SPD benannt, noch haben wir den benannt. Er hat ihn als vorbildlich für die anderen Länder bezeichnet. Das Gesetz geht deutlich über das hinaus, was der Bund in sein Gesetz geschrieben hat. Wir machen es da besser. Wir werden in Nordrhein-Westfalen auch deutlich schneller sein, was die elektronische Prozessoptimierung angeht. Und wir werden natürlich auch die E-Akte einführen. Was ist denn das für eine Forderung? Wir werden natürlich die E-Akte einführen. Und wir wissen jetzt schon, dass der Bund das in dem von ihm vorgegebenen Zeitraum nicht hinbekommen wird.
Wir lassen uns von Ihnen nicht sagen, wie Digitalisierung geht, denn Sie sind offline, während wir den digitalen Wandel für Nordrhein-Westfalen schon längst gestalten. Vielen Dank.